Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder Onkel Nupsi. Und wir zocken heute wieder Zankenland. Ja, Freunde, was ist los? Was ist geschehen? Oh, die Ereignisse überschlagen sich ja förmlich. Wir haben ja letztens diese Floßplatte gemacht. Und da habe ich euch ja angekündigt. Wir müssen ja dem Journal mal Folge leisten und fahren zur Schreckensburg. Diese Schreckensburg pinnen wir uns hier an. Und dann wissen wir, wir müssen da so rechts raus. Alles klar. Das ist schon ein bisschen später. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Aber ich kann euch schon mal verklickern. Wir waren ja nicht untätig. Wir haben es geschafft, uns für unsere ruhige Pistole, diese Schwarzpulverpistole, haben wir Munition hergestellt. So. Das ist doch schon ganz gut, oder? Allerdings, ich weiß, diese Knarre, die funktioniert eigentlich nur, wenn was ziemlich dicht dran sind. Dann macht sie richtig Aua, die hat 230 oder so, macht die Schaden. Das ist also schon gewaltig. Aber du musst halt nah ran an deinem Feind. Naja, ihr kennt ja Nupsi, der rennt ja nicht gleich da hoch. Ja. So, was habe ich noch erfahren? Ich habe erfahren, oder es wurde mir bestätigt, dass Tatsache auf dieser Radioinsel über 40 Leute rumtouren. Und darunter auch einer mit Schusswaffe. Also, ja. Da war der Kommentar, den ich gelesen hatte bei mir unter dem Video, schon richtig. Ich konnte mir ja nicht vorstellen, wie du als Anfänger darauf kommen sollst. Ja, aber hast halt zu tun. Und wirst ja auch belohnt, unterm Strich. Das kommt ja richtig fett was bei rum. So. Die Schreckensburg. Ich muss hier stehen. Ich war jetzt da schon mal kurz. Gestern, das hat mir keine Ruhe lassen. Ich denke, ich guck doch mal nach. Und konnte auch zwei Leute, glaube ich, abschießen. Die sind da draußen rumgeturnt. Ach nee. Quatsch, ich irre. Ich war da richtig. Das ist ja diese Feste hier. Nein, ja, keiner hat geschossen. Nee. Guck mal hier links, die sind auch wieder da. Das hatten wir da auch weg. Ich verstehe die Welt nicht. Das ist die Schreckensburg hier, wa? Ja. Ja, 2% gelootet. Das heißt, ich habe hier unten im Wasser ein bisschen was weggemacht. Ja, ich glaube, hier auf dieser Schreckensburg, da kannst du auch ja nicht rumfahren. Oder ist das doch ein Floß? Sollte da eigentlich noch ein massives Haus sein, wa? Wir werden gleich sehen, was überlege ich hier. Auf jeden Fall schießen die. Und nicht nur das, die machen auch Aua. Okay. Ja, die sind beide da oben, glaube ich, gut bewaffnet. Da klemmen wir uns. Was wir uns da nicht klemmen, ist die Bewaffnung ein bisschen aufzupeppen. Meine Fülle an Granaten haben wir nicht. Aber das, was wir haben, werden wir nehmen.
Den Spieß lasse ich hier. Nehme dafür die Keule. So, dann müssen wir alle da haben, was wir brauchen. Okay, Essen. Hauen wir uns noch einen Schluck rein. Hier was zum Reparieren haben wir da. Und eine Gesundmacher haben wir auch da. Die nehmen wir noch mit. Und den Ausdauertrank pfeifen wir uns eventuell auch ein. Okay, so. Wir fahren noch ein Stück ran. Wir müssen aus der Range von den beiden Typen hier rum. Ich glaube nämlich, der kann schießen. Alter, nicht nur der kann schießen, ja? Ach du Schande, nee. Ja. Gut, wir machen so ein bisschen. Fülle werden wir nicht schaffen. Was war denn das für ein Quatsch? Na, angehalten hat er wenigstens. Wir werden nicht viele schaffen. Aber vielleicht so eh nur als wir. Das wäre ja schon mal was. Müssen uns bloß eine Ecke suchen, wie wir da ringieren. Ich glaube, hier unten läuft keiner rum. Da hängt eine Blaupause. Wir sehen das Weiße. Aber hier drinnen scheint es nicht hoch zu gehen. Nein. Hier ist der falsche Weg. Klar, die grünen Teile, wa? Ihr könntet hochgehen. Gepolstert der Typ. Warum mache ich denn sowas? Ach, weil ich wieder geizig war. So, Trauma, war erster Gegner und ich bin gleich dort. Interessiert ihn ja nicht, was ich hier treibe. Die Aktion finde ich jetzt uncool. Ich meine, dass hier noch einer rumrennt.
unten so, ja. Hey, ich dachte, ich hab den eben erschossen. Habe ich den dann nicht erwischt? Dann bin ich ja mittelmäßig traurig, du. Das war der eine Typ. Das kann ja nicht sein, ja? Ach nee. Jetzt ballert hier der Nächste. Wie ich das Problemchen hier lösen soll, ich weiß es noch nicht, meine Herren und Damen. Oder Damen und Herren. So, na gut. Es wird gleich dunkel und ich bin nochmal noch nicht da. Ich muss hier auf jeden Fall hoch. Nicht runter, hoch, Dupsi. So. Würde natürlich auch gerne mit der Amboss probieren. Irgendeiner läuft da, ne? Ach, wenn ich hier diese Blaupause sehe, ich werde ganz spitz. Aber die sind noch ein bisschen weg und jetzt wird es dunkel. Da hat er, denke ich, ja keinen Sinn. Nope. Nee, hat keinen Sinn jetzt in dem Moment. Ich fahre nach Hause. Und dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Wo ist mein Auto? Ja, ärgerlich, aber... Was ist das hier? Ach so. Ja, was heißt ehrlich? Quatsch, was ich sage. Hat nicht mit ehrlich zu tun, ich bin zu doof. Ist das aber wirklich schleierhaft, wie ich das mit meinen Mitteln hier bewerkstelligen soll? Naja. Ich könnte früher schon mal schießen sollen. Wir werden mal zu Hause gucken, ob wir uns vielleicht noch ein paar Granaten machen können. Denn mit Granaten, wisst ihr ja, da geht das alles viel einfacher. Jetzt zimmern wir uns ein paar Granaten hin, wenn wir können. Und dann fahren wir in aller Frühe noch mal hier rüber und kicken, ob was geht. So machen wir das. Ich hole euch wieder ab. So, Freunde. Passt auf. Jetzt nochmal zurück zu der ganzen Geschichte. Ich habe jetzt gerade geguckt. Wir brauchen den Stahlofen noch.
Den Stahlofen brauchen wir wegen die Stahlplatten, damit wir uns vernünftige Rüstung machen können und alle möglichen Scheiße. Vielleicht kriegen wir damit dann auch schon eine Waffe hin. Keine Ahnung, müssen wir gucken. So, dann habe ich gesehen, wir können uns auch wir müssen uns das Boot machen, denn der Weg zu diesem scheiß Basis der Eisenschädel hier, nee, nicht Basis der Eisenschädel, noch weiter. Hier hinten, Schreckensburg, das ist zu weit weg. Schreckenburg, war das wirklich unsere Mission? Ja, das ist unsere Mission. Naja, das ist zu weit weg und deswegen Motorboot wegen Flitze, Flitze. So, denn Schießpulver, wir brauchen Munition unbedingt. Und deswegen hauen wir uns hier noch ein bisschen Schießpulver rein. Haben wir nicht? Okay. Irgendwo haben wir Schießpulver. Ihr wisst, was ich meine? Nö. Schwefel. Schwefel meine ich. Genau, Schwefel. Das hier. Haben wir nicht Fülle? Gut. Aber erstmal reicht es zum Erforschen. Okay. Und jetzt mal kicken. Hier sagt er Schwarzpulver herstellen. Ach, jetzt können wir Schwarzpulver herstellen. Und wenn wir das hier tutet haben, können wir. Okay, okay. Schwarzpulver hergestellt. Warte, ich hole noch ein paar Kohlen. Das ist ja nur ja kein Ding. Reichen die vier? Nö. Fünf brauchen wir mal mindestens. Aber wenn wir alle so viel hätten wie Kohle. Genau. Nehmen wir uns einen 100er mit hier. Vielleicht übertreibe ich jetzt so schon wieder mit der Munition. Hm. So, haben wir ihn noch hergestellt. Und jetzt Murmeln. Okay, hier fehlt Eisen. Okay. Das war's. Wir sind am Limit. Aber wir haben 90 Schuss jetzt. Wie hoch stecken die? Auf 100. Ist okay. Gut. So. Eisen wieder zurück. Das Zeug zurück. Das raus. Das raus. Schwarzpulver hätten wir vorne lassen können. So, das brauchen wir, das brauchen wir. Ach so, geht ja weiter. Hm, ich bin schon wieder so aufgeregt. Nee, Schwarzpulver aber raus. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Das nächste. Dieser Ofen. Davon brauchen wir welche. Dann brauchen wir Zahnräder. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wie viel wandert. Ich nehme 8 daraus. 2 brauchen wir, okay. Und dann brauchen wir noch ein paar Eisendingsterbumster. Gib mal her. Okay. So. Alt. Ach so, ist ja auch erstmal nur erforschen. Wir erforschen, ja. So, jetzt Eisenkomponente und Gummi. Eisen. Komponente. Gummi. Und erforschen. Zack. So.
Sagen wir eine ganze Masse erforscht. Ich bin sehr verhungert, okay. Hier, Fisch hier. Jetzt, ach so, jetzt herstellen. Bauen. Wir fangen mal an mit dem Ofen. Aber nicht hier. Der technische sind auch nicht. Inventory. Hier nicht. Da nicht. Hier nicht. Die Pumpflasche, ja, Sauerstoff, siehst du, können wir auch bauen. Das sind alle Sachen. Ah, ich Idiot. Ja, hätte ich alles schon längst haben können. Und deswegen komme ich wahrscheinlich auch nicht so richtig vorwärts. Weil ich mich hier so glatt und so. Ich bin einfach zu langsam. Boot. Okay, das Boot wollen wir machen. Klemmen wir uns schon mal an. Verteidigung ist es nicht. Das Bett war es nicht. Hier muss es sein. Ofen, Amboss, da unten ist er. Den klemmen wir uns an. Oh, was? 10? Na, so viel haben wir ja nicht. Na, Kinder, was denkt ihr denn, wo die ganzen Teile herkommen? Ja, auf Tene. Ja, dann können wir das erstmal vergessen. Also, ich glaube nicht, dass ich hier noch welche hatte. Nö. Warte, ich nicht. Guti, guti, guti. Ach, den Boden müssen wir ja trotzdem herstellen, wa? 5 Komponenten haben wir. Ach, 10 Komponenten. Gut. 10 Komponenten. Und 10 mal Gummi. Und 40 mal davon. Okay. Boot können wir herstellen. Lassen wir mal zu Wasser das Ding. Ach so. Okay. Ja. Tut mir weh, aber was soll's. Machen wir die Blaupause weg, weil den Ofen kriegen wir nicht. So. Weiter jetzt. Wenn wir fahren wollen, müssen wir tanken. Und dann mindestens 20 Einheiten, denke ich. Oh, oh. Siehst du, da haben wir Theater schon. Sprit lassen wir hier. Die Zahnräder bleiben hier. Die Spritherstellmaschine. Wisst ihr, was ich meine? Und das Kampfmesser. Ja, Kampfmesser können wir erst, wenn wir den Ofen haben. Moderne Waffenteile. Aber ich glaube, ohne Blaupausen komme ich ja nie an Waffen ran. Wo der Elektrolytofen, der hat, spielt naja keine Rolle. Ah, hier, Molotow könnte ich noch bauen. Na, wir kicken erstmal, wie weit wir jetzt kommen. So. Ja, wir haben eigentlich alle da. Wir tanken unten durch. Und um den Elektrolyt, um das andere. Naja, nee. Oder kann ich den schon bauen? Habe ich das übersehen? Kleine Generator, fortschrittliche Luftfüllstation. Die müssen wir noch bauen, wenn wir dann nächste Tankqualität. Ach, und hier ist der Dio-Reaktor. Okay, können wir auch bauen. Alle schick. Ja, baue ich den noch? Also, wir bauen den noch. Ist ja noch Zeit. Aber rüberfahren will ich auch noch. Oder wir lassen das heute mit dem rüberfahren.
beschränken uns heute auf das Bauen. Wir stellen mal die beiden Sachen hier her. Dafür sollte die Matz reichen. Und ja, gucken wir mal, wie viel Eisen wir hier haben. 11 reicht für beide. Okay. Schlumpsi-Bumsi-Gummi. Packe ich ein bisschen mehr ein, vorsichtshalber. Und dann brauchen wir noch Glas. Und noch mehr Glas. Okay, und dann nochmal 20 Eisen. Okay. So, hier hinten wollten wir den Ofen hinstellen, den Brenner. Dann könnte ich hier ans Fenster was stellen. Vielleicht die Luftfüllstation. Ah, den Biodiesel muss ich auch noch mal. Naja, pass auf. Okay, wir stellen ihn hier in das andere da. Erst kommt mal zuerst. Oh, das ist ein kleines Gerät. Ein kleines Gerät. Kann ich easy peasy hier ranstellen. Und dann? Und? Ach, jetzt sind die... jetzt ist mir das Eisen ausgegangen. Nicht mehr in der Tasche. Gut, müssen wir einen kleinen Moment warten? Ach, Kika, halt mir das genau von Bambus gestellt. Nopsi. Müssen wir nochmal wegnehmen. Nehmen wir nochmal weg. Meine Pistolette. Und das Ding wieder. So. Ja, daran habe ich nicht gedacht. Die 5. Kann noch ein Stück ranrutschen, dann kriegen wir das andere vielleicht noch daneben. Okay. Gut. Und der will natürlich auch Holz haben. Okay. Und er will blaue Flüssigkeit haben. Gut. Hier durch. Reicht es uns? Einen mal noch. Einen brauchen wir noch. Hier kommen wir ran. Wunderbar. Da drüben kommen wir auch ran. Dann stellen wir hier jetzt die Luftfüllstation. Wobei die ein bisschen größer ist, glaube ich. Die Luftfüllstation. Könnt ihr auch hier ranstellen. Ja, so groß wird das Lager nicht mehr. So machen wir das da. Also, kurz warten, bis der hier fertig ist. Ja, dann müssen wir gucken nochmal, wo wir grüne Teile herkriegen. Wenn ihr anders nochmal ins Kraftwerk düsen, grüne Teile holen, um dann den Stahlofen herzustellen. Andersrum
könnte es auch sein, wenn wir jetzt einen Tag warten, dass dass bei uns schon wieder was steht. Bei uns, wisst ihr, was ich meine? Naja, nee, so blöde wie Quatsch ja nicht. Ja, die ist ja nicht so groß. Ich meine, an dieser Schreckensburg, wo wir eben waren. Das kann ja sein. So, Atemluftflasche, die können wir, glaube ich, auch herstellen. Jupp. Gummi und Komponenten. Bereiten wir uns schon mal vor. Wenn wir denn tauchen gehen, dass wir die schon mal haben. Ja, das, jetzt kommen wir natürlich schon mal ein Stück weiter. Okay, die ist schon gleich voll. Das ist ja auch gut, ja. Wenn wir jetzt richtig runtertauchen können. Das heißt nicht, dass wir die Schreckensburg nicht machen wollen. So, guck mal, nun haben wir schon zwei Flaschen, das ist schon gut. Und hier brauchen wir Kupfer, lecker. Kupfer haben wir ja. Und wissen ja nicht, was wir damit machen sollen. So, Kupfer, genau. Hier noch Kupfer drin, hier haben wir Kupfer drin. Jetzt wird es aber langsam weg hier. Und dann sage ich herstellen, herstellen. Zwei Stück. Was jetzt zeigt? Ach, vier Stück sind da mal drin. Alter Verwalter. Ach, hei, ach, hei, ach, hei. Ach, hei, ach, hei, ach, hei. Damit habe ich ja nicht gerechnet. Vater. Praktisch ein Schnäppchen. Gummi. Ach, krieg mal Gummi weggegangen jetzt. Na, ich werd ja nicht mehr. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Na. Hohoho. Schon wieder essen. Mann, ey, der frisst hier was weg. Muss doch mal ein bisschen arbeiten. Hm. So. Bring mal kurz die. Was denn jetzt? Dachte, der hat den Taipan darauf gelegt. Pilzfohlsuppe, alles gesunde Zeug. Oh, meine Pistole. Ja. Okay, dann kann ich das erstmal essen da rum. Was Neues drauflegen, dann gehen wir raus, füttern die olle Falle. Wo sind sie denn? Ach, jetzt zeigt die oben liegen lassen, ja? Gut. Machen wir. Nee, warte mal. So, so, so. Ups. Und jetzt tanken. Das haben wir gut gemacht. In die Truhe. Rinder, Rinder. Wo ist denn der Rest? Ach so. Im Segelboot. Klar, wo denn sonst? So, haben wir das drin? Unsere Taucherflaschen. Hier ist eine. Okay, okay, okay.
Ja. Hier, das kann ich da lassen. Das kann ich auch hier lassen. Ich werde mal das Fernglas mitnehmen. So, jetzt nochmal schnell hoch die Köder holen, die anderen Tauchflaschen einpacken. Naja, aber ihr könnt schon glauben, dass ich gute Laune kriege dabei, ja? Auch wenn das jetzt da so nicht hingehauen gleich. Also habe ich noch was zum Brutzeln hier? Nöp. Warte, ich muss ich nicht gleich runterbringen. Das ist 1 Uhr und siehst du nicht richtig? Die nehmen wir jetzt mit. Die Vogelsuppe zum Gesund machen nehmen wir auch mit. Okay. Ja, was ist denn nicht richtig? Ja, ich habe den vergessen einzustecken. Zweier 27, bis halt wir auch ab. Ist das jetzt gut, was wir machen? Ja, das ist gut. Wir fahren jetzt dahin. Scheiß war drauf. Schreckenburg, wir kommen. Gnade dir Gott. Na klar, wir hätten doch erstmal in Ruhe tauchen gehen können jetzt. Was vielleicht cleverer wäre. Aber ich meine, ich wäre ja nicht ein Upsi, wenn ich clever wäre. So. Nee, nee, ein Upsi ist nicht doof, aber. Mit der Zuckerei, das ist immer so eine Geschichte. Aber ich bin der Meinung, das Ding hatten wir schon platt hier. Ja, hatten wir auch. Wohl meine Schreckensburg. Immer noch weiter, siehst du das? Oh. Was sagt der Spritverbrauch? Das geht noch, okay. So, wir sind also in aller Herrgottsfrühe da. Das heißt, es könnte was gehen. Aber guckt euch bitte mal den Level an hier. Wir sind hier auf Level 4. Naja. Ich bin mir nicht sicher, dass das so gewollt war. Ist natürlich eine Messe. So. Ist der jetzt hier wieder drinne? Dann lassen wir das, wollte ich sagen. Ne, hier war er drinne. Okay, der ist draußen geblieben. Jo. Da ist einer. Und jetzt war mein Plan, wir nehmen die 4 und rotzen die darauf. Hat nicht gereicht.
riskiert's nochmal. Keine Anzeige. Also keine Todesmeldung, wa? Vielleicht ist das hier nicht der richtige Weg. Ach, nee, nee, nee. Das kann also auch nicht der richtige Weg sein, wenn die von da oben schießen. Justin, ich denke, ich habe ein Problem. Das kann nur von hier funktionieren. Noch einer. Okay, 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 okay. Die Knarre ist zu langsam. Denke ich mal. Ich habe wohl bloß noch zwei Mollys. Oder einen Molly. Okay, ich nehme sie. Und? Nicht. Okay. Jetzt zeigen sie auch wieder an, ja? 12 Feinde noch. So. Jetzt renne ich hin und schlacht den tot. Sehr schlechte Waffen, sehr schlechte Waffen. Oder doch die 8, vielleicht reicht das. Scheint überhaupt ja nicht anzukommen mit denen.
Ein Standard wieder als Wehr, habt ihr hier sehen? Rechts ist Irna. Der ist hier tatsächlich noch drin. Ich schlag ihn dort. Scheiße, 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 scheiße. Ach, Kinder, ich hab ihn doch nicht dort geschlagen. Ja, so ist das. Ja, wie ich jetzt da rankommen soll. Wer weiß das? Sagen wir mal so, ich weiß es nicht. Ja, und deswegen auch immer wieder dran denken, behaltet Waffe und Munition immer am Mann, wenn es geht. Nicht in den Rucksack. Denn so wie jetzt, ihr habt wenig, sterbt dennoch, würdet da ganz nackend dastehen. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was. Ich könnte eben, als ich auf den Typen geschlagen habe, hätte ich zwischendurch mal die Pistole nehmen sollen, vielleicht. Andersrum hatte ich natürlich gehofft, aufgrund des Schadens, was die Keule macht, dass das ausreichend ist. Und da jetzt auch wieder, sehen wir gerade vor uns, Cooldown 7,42. Ja, also wir haben nur 7 Minuten Zeit, bis unser Rucksack weg ist. Ich meine, hier sind keine weltbewegenden Sachen drin, aber alleine schon für die elektronischen Teile, wa? Ja, ich hatte gehofft, wenigstens hier auf dieser Burg zur ersten Blaupause zu kommen oder zu der Blaupause zu kommen. Aber na gut, was nie ist, ist nicht. Wir werden jetzt hier auch keine großartigen Experimente machen. Solltet uns hier liegen, nochmal an unsere Kacke ranzukommen. Dann nehmen wir das Zeug und trainieren wir erstmal, bis wir eine andere Waffe haben. Also ich finde das echt knackig, ja. Hier im Level 4 Gebiet. Aber so steht's hier, Schreckenburg. Ich meine, die Basis der Eisenhelm ist ja da noch leichter. Denke ich. Ist doch schön, wie wir überall unsere Fahrzeuge verteilen hier, wa? Ja.
So, wie hatten wir gemacht? Wir haben so gemacht, so gemacht. Die 5 nehmen wir in der Hand. Und müssen jetzt hier rauf. Hilft alle nicht. Wo sind der? Haftan. 2 sind hier schon wieder. Ich meine, so kommen wir nie an unseren Rucksack. Habe ich euch das schon mal gesagt? Ja, Rucksack haben wir geschafft und jetzt nicht wie weg hier. Polizeiauto, würde ich natürlich auch gerne mal nehmen. Hauptsache, ich bin nicht wieder zu gierig. Mhm, klar, scheiße voll. Also ja, wir haben hier 2 Fahrzeuge. So. Ich kann 4 Scheiße in der Tasche haben. Ja, dann mach ich doch mal runter. Das brauch ich, das Zeug. Okay. So, und jetzt nicht viel weg. Oder ist da noch ein... Ist hier noch was? Nee, hier ist nicht. Weg. Arrivederci. Gut, müssen wir mal hintauchen, nochmal hinschwimmen und sein anderes Boot zu holen. Aber jetzt bin ich erstmal bedient. Halt! Nee. Wir müssen ja mindestens unsere Hacke mitnehmen, wa? Oder wie sehe ich das? Ach, Haifischchen, ist ja süß. Das ist natürlich nicht süß. Brauche ich nicht. Okay, und ab jetzt. Und ab dafür. Ach, nee. Eine Pilzvogelsuppe. Oh. Ja, Freunde. Das war das kleine Abenteuer Schreckensburg. Mit Doppeltod. Naja, fast Doppeltod. Ich sage, schönen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich werde wahrscheinlich mal versuchen, rüber zu schwimmen und das Boot zu holen. In einer ruhigen Minute. Ansonsten sind wir erstmal mit dem hier unterwegs. Ich versuche noch ein paar Platten zu machen. Ein paar Stahlplatten, dass wir uns dann den Ofen hinstellen können. Quatsch, Stahlplatten machen, um den Ofen hinzustellen. Wir müssen jetzt erstmal den Ofen bauen. Alles klar. Leute, bis zum nächsten Mal. Sagt Schimmelde, euer Onkel Lopsi.